Raketentheorie. Auf einem Testgelände in der Wüste erprobt er seine ferngelenkten, mit flüssigem Treibstoff betriebenen Modelle. Doch der Raketenbau soll nicht allein einer Nation vorbehalten bleiben. Einer der wichtigsten Wegbereiter der Raumfahrt wird zu Beginn der 1920er Jahre von frühen Science-Fiction-Romanen inspiriert, der deutsche Werner von Braun. Die jugendliche Faszination lässt ihn nicht mehr los und spornt den Physiker zu bahnbrechenden Erfindungen an. 1932, ein Jahr vor Hitlers Machtergreifung, entwickelt er ballistische Raketen und Waffensysteme für die deutsche Armee. Während des Zweiten Weltkrieges baut von Braun für die Nazis die berühmte V2. Doch sie wird zu spät fertig, um die Geschicke noch zu beeinflussen. Als der Krieg verloren geht, stellt der Konstrukteur sein Wissen in den Dienst der Gegenseite. Gemeinsam mit rund 500 seiner Mitarbeiter bietet er sich den Amerikanern an. 100 von ihnen werden für die Arbeit in den Vereinigten Staaten ausgewählt. Nach Kriegsende beschlagnahmen die Sieger unter anderem mehrere Dutzend deutscher Raketen. Sie dienen den USA als Grundlage für weitere Forschungen. Tests belegen deutlich, wie weit von Braun und seine Kollegen die Technik bereits entwickelt haben. In einer geheimen Operation mit dem Namen Project Paperclip wird die Elite der deutschen Ingenieure nach Amerika gebracht. Die Akten der ausgewählten Forscher sind unauffällig mit einer Büroklammer gekennzeichnet. Die Wissenschaftler aus den ehemaligen Nazi-Werkstätten beginnen in Texas und New Mexico mit der Verbesserung der V2. Von Brauns Wissen gibt dem amerikanischen Entwicklungsprogramm entscheidenden Schub. Besonderes Augenmerk gilt Langstreckenraketen, die längst noch nicht ins Weltall gerichtet sind. Sie sind nicht hier, um eine Abkürzung zum Mond zu finden oder ein Raumschiff zu fliegen. Sie lernen hier den Umgang mit einer der neuesten und tödlichsten Waffen unserer Armee, einem ferngelenkten Geschoss. Von Braun wird Chefentwickler der neu gegründeten NASA und einer der wichtigsten Wegbereiter der amerikanischen Raumfahrt. Eine kleine Gruppe von Spezialisten plant den ersten Versuch, die Erdatmosphäre zu verlassen. Sie konstruieren ein raketengetriebenes Fluggerät, das den enormen Kräften beim Durchbrechen der Schallmauer standhalten soll. Der Prototyp erhält den Namen X-1. Das Geschoss mit Flügeln, wie es scherzhaft genannt wird, sieht nicht imposanter aus als ein kleines Flugzeug. Trotz seiner geringen Größe gilt es als widerstandsfähigste Maschine aller Zeiten. Ein hoffnungsvoller Raumfahrtkandidat. Um jedoch eine Geschwindigkeit von Mach 1 zu erreichen, muss die X-1 raketengetrieben werden. Und das bedeutet, der Pilot sitzt praktisch auf einer Bombe. Und die Treibstoffmischung aus flüssigem Sauerstoff und Ethylalkohol reicht bei vollem Tempo kaum für 3 Minuten. Die nötige Spritmenge für den Start wird einmal eingerechnet. Die X-1 wird daher von einem B-29-Bomber in den Himmel getragen und in 7500 Metern Höhe ausgeklinkt. Erst dann zündet der Pilot die Raketen. Sind die Tanks leer, setzt die Maschine im Gleitflug zur Landung an. Die ersten Testpiloten werden sorgsam ausgewählt. Alleinstehende Männer ohne Angehörige. Tatsächlich verspricht der Flug den Ritt auf einer Bombe. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 500 Metern pro Sekunde könnten vermutlich selbst erfahrene Fliegerasse die X-1 nicht mehr unter Kontrolle halten. Doch noch hat niemand die Maschine auf das magische Maximum beschleunigt. Am Morgen des 14. Oktober 1947 bereitet sich Testpilot Chuck Yeager auf einen erneuten Flug vor. Er ist am Vortag mit seiner Frau beim Bullenreiten gewesen und hat sich bei einem Sturz mehrere Rippen gebrochen.
Jäger verschweigt die Verletzungen und will trotzdem starten. Doch dabei behindert ihn ein Problem. Aus eigener Kraft kann er die Tür zum Cockpit nicht hinter sich schließen. Wüsste das Team von seinem Zustand, würden sie ihn sofort nach Hause schicken. Allmählich nähern sich die Testflüge der Schallmauer an. Jeder Pilot könnte der Erste sein und Luftfahrtgeschichte schreiben. Kurz vor dem Einstieg in die Maschine hat ein Freund Jäger unauffällig ein Stück Besenstiel zugesteckt. Ein kleiner Lift befördert den verletzten Piloten in den Rumpf der B-29. Dort quetscht er sich ins Cockpit der X-1. Unter Schmerzen gelingt es ihm, die Luke hinter sich zu verschließen, mit Hilfe des Besenstiels. Dann sieht er dem Höllentrip entgegen. 5, 4, 3, 2, 1, drop! Als ihn das grelle Licht der Sonne blendet, zählt der Pilot bis 10. Dann scheint der Abstand zu dem Bomber groß genug, um die Raketen entzünden zu können. Das Flugzeug wird wie von Geisterhand geschüttelt, als er sich dem ersehnten Limit nähert, der Schallmauer. Plötzlich ist der Zeiger des Geschwindigkeitsmessers nicht mehr zu sehen und Jäger wird klar, was geschehen ist. Kein Mensch vor ihm hat sich jemals so schnell fortbewegt. Es ist an der Zeit, größere Schritte zu gehen. Zeit für eine neue, große amerikanische Mission. Zeit für unsere Nation, die führende Rolle im Weltraum zu übernehmen. Dort kann in vieler Hinsicht der Schlüssel zur Zukunft liegen. Das Rennen ist eröffnet. Es sollte ein erbitterter Wettstreit werden. In den folgenden Jahren wird deutlich, dass die Russen bereits die Nase vorn haben. Am 4. Oktober 1957 dreht die Sowjetunion am Rad der Geschichte mit dem erfolgreichen Start von Sputnik 1. Eine Rakete schießt den nur basketballgroßen Satelliten ins All und in knapp 90 Minuten umrundet er einmal die Erde. Der Erfolg des Erzfeindes versetzt den USA einen kollektiven Schock. Fortan konnten die Kommunisten ihre Langstreckenraketen auch für Angriffe auf Amerika einsetzen. Viele Menschen decken sich in Panik mit Lebensmitteln für den Kriegsfall ein. Die Amerikaner haben keine Gelegenheit aufzuholen. Schon im folgenden Monat zünden die Sowjets Sputnik 2 und schicken zum ersten Mal ein Lebewesen in den Weltraum. Der Terrier Laika wird zum berühmtesten Versuchstier aller Zeiten, auch wenn er das spektakuläre Experiment nicht überlebt. Nach wenigen Stunden versagt die Sauerstoffversorgung an Bord. Die Temperatur steigt rapide an. Der tote Hund schwebt noch 162 Tage lang durchs All. Dann verglüht sein stählerner Sarg beim Eintritt in die Erdatmosphäre. Der erste amerikanische Versuch, einen Satelliten in den Weltraum zu befördern, schlägt fehl. Der Flugkörper wiegt nur knapp 2 Kilogramm. Sputnik 2 transportierte ein 50-mal schwereres Gerät ins All. Werner von Braun und seine Mitarbeiter lassen sich von dem Rückschlag nicht bremsen. Im Januar 1958 gelingt der erfolgreiche Start von Explorer 1. Endlich scheint sich das Blatt zu wenden. Im gleichen Jahr schlägt die Geburtsstunde der NASA. Als Antwort auf das Hundeexperiment von Sputnik 2 lässt die US-Armee noch im Dezember die Jupiter AM-13-Rakete aufsteigen. Ihr Passagier ist ein Affe. Der quirlige Schimpanse Gordo übersteht die Reise nach NASA-Angaben gut. Doch er stirbt, als die Raumkapsel bei der Rückkehr zur Erde aufgrund einer Panne im Atlantik versinkt.
Zwei weitere Schimpansen namens Abel und Baker starten im Mai 1959 ins All und überstehen den Ausflug ohne erkennbare Schäden. Amerikas berühmtester Monkey Naut jedoch wird Ham. Er umkreist die Erde im Januar 1961 mit einer Mercury-Rakete. Das Tier kommt dabei in den verblüffenden Genuss von 7 Minuten Schwerelosigkeit. Während des Fluges muss Ham einige Aufgaben erledigen. Beim Aufleuchten verschiedener Lichter hat er die dazugehörigen Hebel zu betätigen. Macht er es richtig, belohnt ihn ein Stück gepresster Banane. Bei einem Fehler erhält er einen Elektroschock. Auch seine Rückkehr wird von technischen Problemen überschattet. Das Raumschiff stürzt in den Ozean und droht zu sinken, bevor die Helikopter eintreffen. Doch Kapsel und Affe werden in letzter Minute gerettet. Ham wirkt geschafft, aber guter Dinge. Auch Amerikas Raumfahrtprogramm rappelt sich allmählich wieder auf. Doch die beängstigende Erfolgsserie der Russen dauert weiter an. Von 1958 an schießen die Sowjets 6 weitere Sputnik-Raketen in die Erdumlaufbahn, jede größer und schwerer als die vorige. Auch die Rückkehr- und Bergungstechniken werden verbessert. Kein Zweifel, sie bereiten eine bemannte Mission vor. Im Oktober 1959 gelingt den Konkurrenten mit dem Start von Luna 3 auch die erste Umrundung des Mondes. Das Fluggerät liefert sogar Fotos von der dunklen Seite des Himmelskörpers, eine Weltsensation. Ein 27-jähriger Major der Roten Armee fliegt im April 1961 als erster Mensch in den Weltraum. Der zweifache Familienvater Juri Gagarin wird zum Nationalhelden. Doch Präsident Kennedy zieht eine Trumpfkarte aus dem Ärmel. Während sich die Russen als unangefochtene Pioniere feiern, bereiten die USA seit langem hinter verschlossenen Türen eine historische Mission vor, die erste Landung eines Astronauten auf dem Mond. Innerhalb einer Dekade soll das Ziel erreicht werden. Schon das Mercury-Projekt war Bestandteil des ehrgeizigen Programms. Bereits im Oktober 1958 hatten die Amerikaner damit begonnen, die drängendsten Fragen zu erörtern. Können Piloten, Ingenieure und Wissenschaftler überhaupt im All arbeiten? Und wie mussten die Kandidaten beschaffen sein, die sich einer solchen Herausforderung stellten? Eine Kommission der NASA beginnt mit dem Auswahlverfahren. Aus 500 in Frage kommenden Testpiloten werden 110 herausgesiebt. 32 von ihnen sind schließlich auserkoren, an der Eignungsprüfung teilzunehmen. Wie ist es um ihre physische und psychische Belastbarkeit bestellt? Die Männer unterziehen sich einem Musterungsmarathon, medizinische Untersuchungen, Drucktests, Interviews. Sieben Kandidaten erreichen die Endrunde und am 5. Mai 1961 hebt einer von ihnen ab, Ern B. Shepard. Mit einer Geschwindigkeit von 8000 Stundenkilometern schießt eine MR-7-Rakete den Testpiloten ins All. Er verlässt die Erdatmosphäre und reist 15 Minuten und 28 Sekunden lang durch den Weltraum. Über eine ständige Funkverbindung kann sich das Kontrollzentrum vergewissern, dass es ihrem Mann am Himmel gut geht. Shepard und seine Maschine bestehen die Feuerprobe. Alle Systeme an Bord arbeiten so zuverlässig, wie es die Konstrukteure versprochen haben. Nach Jahren fieberhafter Vorbereitungen ist es vollbracht. Auch Amerika hat einen Menschen in den Weltraum geschickt.
Nur wenige Monate später der zweite Flug. Astronaut Virgil Grissom kann Shepards Zeit im All sogar um 9 Sekunden überbieten. Doch er testet in der Liberty Bell 7 vor allem 2 technische Neuerungen. Ein großes Sichtfenster und eine Seitentür, die sich ferngezündet aufspringen lässt. Das Fenster zum All folgt einer Anregung der Mercury-Piloten. Die Notfallluke dient eigentlich dazu, das Risiko bei der Landung zu minimieren. Doch der harte Aufprall lässt den Zündmechanismus vorzeitig explodieren. Plötzlich schießt Wasser in die Kapsel. Grissom kann sich gerade noch befreien. Die Kapsel wird für den Hubschrauber zu schwer. Die Maschine droht abzustürzen. Schließlich werden die Leinen gekappt. Liberty Bell 7 versinkt wie ein Stein im Meer. 4 Minuten lang treibt der Testpilot im Atlantik. Dann fischen ihn die Retter auf. Amerika kann nun 2 erfolgreiche bemannte Raumflüge vorweisen. Doch eine Umrundung der Erde haben bisher nur die Russen geschafft. Erst im Februar 1962 holt ein Pilot aus Ohio den Rückstand auf. John Glenn tritt als erster Amerikaner in die Fußstapfen von Juri Gagarin, wenn auch mit 1 Jahr Verspätung. Die USA stehen unter Zugzwang. Sie müssen der russischen Konkurrenz zeigen, dass sie nicht nur mithalten können, sondern besser sind. Es gilt, einen Rekord zu brechen. Der Pilot in seiner Kapsel weiß, es geht um mehr als ein wissenschaftliches Experiment. Die Ehre der Nation steht auf dem Spiel. Glenns Flug dauert 4 Stunden, 55 Minuten und 23 Sekunden. Insgesamt kreist er 3 Mal außerhalb der Atmosphäre um den blauen Planeten. Amerika feiert einen Etappensieg. Bei einer Parade jubeln zehntausende Menschen dem Volkshelden zu. Glenns Pioniertat spornt zu weiteren Höchstleistungen an. Seine Kollegen Scott Carpenter und Walter Schirrer überbieten den alten Rekord. Und im Mai 1963 gelingt es einem Astronauten erstmals, mehr als 1 Tag im All zu verbringen. Gordon Cooper dreht mit seiner Mercury Atlas 9 22 Runden um die Erde und kehrt nach mehr als 34 Stunden zurück. Die Erkenntnisse des Mercury-Projekts öffnen der amerikanischen Raumforschung die Tür zur weiteren Eroberung des Alls. Nun liefern sich die Ingenieure der beiden Supermächte ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Längst bereiten die US-Forscher einen neuen Coup vor, das Gemini-Projekt, die erste 2-sitzige Kapsel. Gemini greift nach den Sternen wie noch keine Mission zuvor. Aufgabe ist, Mensch und Technik 2 Wochen lang den Belastungen des Weltraums auszusetzen. Dabei sollen die Astronauten auch das Treffen und Andocken 2 Fahrzeuge erproben. Auch für die Gegenspieler in Moskau ist das Ziel klar erkennbar. Die NASA plant ihren Startschuss für das Rennen zum Mond. Doch in mancher Hinsicht sind die Sowjets schon wieder einen Schritt weiter. Die Raumfahrt ist keine Männerdomäne mehr. Bereits seit Anfang 1962 proben im russischen Trainingszentrum auch 5 Kosmonautinnen für den nächsten Aufbruch ins All. Im August heben gleich 2 bemannte Raketen ab.
Die beiden Raumschiffe üben ein Rendezvous am Himmel. Sie nähern sich auf Sichtkontakt in einer Entfernung von 7 Kilometern an. Auch die Funkverbindung zwischen den Crews funktioniert. Erneut setzen die Russen Maßstäbe. Die Misserfolge ihrer Mission bleiben lange Zeit geheim. Die Versuche, ein Kameramodul auf dem Mond zu landen, enden in einem kostspieligen Desaster. Während die Russen weitere Fortschritte verkünden, kommt auch das Gemini-Programm allmählich in Gang, bis das Unfassbare geschieht. Der 22. November 1963. Nach dem Attentat in Dallas, Texas, hält die Welt den Atem an. Opfer ist jener Mann, der den Aufbruch ins All proklamiert hat. John F. Kennedy stirbt. Die Vereinigten Staaten trauern um ihren Präsidenten und die Mondmission um ihren Gründervater. Vizepräsident Johnson macht unmissverständlich klar, die Eroberung des Weltraums wird eines der vordringlichsten Ziele Amerikas bleiben. Nur 6 Monate nach Kennedys Tod hebt die erste unbemannte Rakete ins All ab. Projekt Gemini ist offiziell gestartet. Die Astronauten Grissom und Young erproben im März 1965 erfolgreich die zweisitzige Kapsel. Doch einmal mehr sind die Russen für eine Überraschung gut. Schon Monate zuvor haben sie die neue Rekordmarke aufgestellt und 3 Menschen in den Weltraum geschossen. Und als Grissom und Young ihren Jungfernflug absolvieren, sind die Sowjets schon wieder um eine Nasenlänge voraus. Beinahe zur gleichen Zeit geht Alexei Leonow in die Geschichte ein, als erster Mensch, der ein Raumschiff im Orbit verlässt. "20 Minuten schwebt der Kosmonaut außerhalb der Kapsel im All. Dann zwingen ihn Probleme mit seinem Raumanzug, in das Fahrzeug zurückzukehren. Auch die USA müssen mit Rückschlägen kämpfen. Die Astronauten Armstrong und Scott verlieren 1966 nach einer Fehlfunktion ihres Schubsystems die Kontrolle über Gemini 8. Das Schiff lässt sich nicht mehr steuern. Sie müssen improvisieren. Mit Hilfe des eigentlich für die Landung vorgesehenen Antriebs gelingt es ihnen, wieder auf Kurs zu kommen. Doch die beiden Männer hätten die verhängnisvolle Panne um ein Haar mit dem Leben bezahlt. Der Schock und die Analyse des Unfalls kosten wertvolle Zeit. Erst Monate später wagen auch die Amerikaner den Versuch, einen Menschen auf einen Weltraumspaziergang zu schicken. Dennoch gilt die Gemini-Mission als durchschlagender Erfolg. Die Besatzungen testen bei ihren Flügen auch Wasserstoffzellen zur Erzeugung von Strom an Bord. Und sie erproben das Andocken 2 Raumschiffe im All. Als die Versuchsreihe 1966 endet, liegen die USA mit ihrem Gegner gleich auf. In einigen Disziplinen sogar vorne. Das nachfolgende Apollo-Programm verfolgt ein erklärtes Ziel: einen Menschen zum Mond und wieder heil nach Hause zu bringen. Die bisher aufwendigste Unternehmung in der Geschichte der Wissenschaft. Mehr als 3400 Tonnen Schubkraft treiben die Saturn-Rakete an. Das Raumfahrzeug gliedert sich in 3 Abteilungen: das Kommando, das Service und das Mondmodul. Die Konstruktion bietet zudem ausreichend Platz für den Transport von Gesteinsproben.
plötzlich wandelt sich ein Traum zur realen Möglichkeit. Ein Besuch auf dem Mond scheint mit einem Mal förmlich greifbar. Obwohl die Apollo-Reise eine Vielzahl neuartiger Experimente vorsieht, empfinden die Astronauten andere Elemente des geplanten Fluges schon als beinahe alltäglich. Seit Mercury und Gemini sind viele Handgriffe für die Piloten bereits Routine. Nichts deutet darauf hin, dass der Auftakt des Programms in einer Katastrophe enden könnte. Das Kennedy Space Center im Januar 1967, 3 Wochen vor dem Starttermin. Die Astronauten Virgil Grissom, Ed White und Roger Chaffee nehmen in der Kapsel Platz, um einige Checks durchzuführen. Die komplette Startsequenz soll trainiert werden. Kleinere Probleme haben den Ablauf bereits um Stunden verzögert, als einer der Piloten plötzlich Alarm gibt. Er riecht Rauch. Unmittelbar danach ruft Astronaut White: Feuer im Cockpit. Nur Sekunden später nähert der hohe Sauerstoffanteil im Kommandomodul ein wahres Flammeninferno. Sengende Hitze hindert die Techniker daran, die Notluke von außen zu entriegeln. Sie brauchen 5 Minuten, um die Stahltür zu öffnen. 5 Minuten zu viel. Für Grissom, White und Chaffee gibt es zu diesem Zeitpunkt keine Rettung mehr. Eine halbe Minute nach dem Notruf sind die Piloten bereits erstickt. Amerika steht unter Schock. Die NASA stoppt das Apollo-Programm. Fast 2 Jahre lang arbeiten Spezialisten daran, die Ursache des Unglücks zu erforschen. Es stellt sich heraus, dass ein Kurzschluss unter dem Sitz von Virgil Grissom Funken erzeugt hat, die sich mit Hilfe des reinen Sauerstoffs blitzschnell in einen Feuerball verwandelten. Apollo 1 geht als Tragödie in die Geschichte ein. Viele sicherheitsrelevante Details werden verbessert. Ein Lernprozess, für den Amerika einen hohen Preis bezahlt hat. Heiligabend des Jahres 1968. Thank you. Apollo 8 befördert die Astronauten Bill Anders, Frank Borman und Jim Lovell in die Umlaufbahn des Mondes. Mehr als 20 Stunden lang beobachten sie seine Oberfläche. Und ein halbes Jahr später ist Amerika im Ziel. Die Weltöffentlichkeit erlebt live ein Jahrhundertereignis mit. Millionen Zuschauer verfolgen im Fernsehen, wie die US-Raumfähre auf einem fremden Himmelskörper aufsetzt und ein neues Kapitel irdischer Geschichte schreibt. 7 Stunden später hören sie die legendären Worte von Neil Armstrong. Ein Mann betritt den Mond und es ist ein Amerikaner. Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Die Kamera dokumentiert einen ungelenken, aber einmaligen Spaziergang. Hier im Schatten ist es recht dunkel, ich kann nicht besonders gut sehen. Ich gehe jetzt ein Stück weiter, um die Sonne zu sehen. Da ist sie. Kurze Zeit später verlässt auch Buzz Aldrin die Landefähre. Über ihnen im Orbit kreist Mike Collins mit dem Raumschiff. Er bereitet sich darauf vor, wieder mit dem Landemodul anzudocken, sobald seine Kollegen ihre Arbeit erledigt haben und den Mond verlassen. Via Bildschirm ist die gesamte Welt Zeuge, wie die Astronauten den Erdtrabanten erkunden. 2,5 Stunden lang untersuchen Armstrong und Aldrin die nähere Umgebung ihrer Fähre und entnehmen Gesteinsproben für die Untersuchungen auf der Erde.
Apollo 11 und seine Mannschaft haben den USA im Wettstreit um die Vorherrschaft im All einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Die amerikanische Flagge auf dem Mond, davon hatte Kennedy geträumt. Sein Nachfolger Nixon gratuliert den Raumfahrern. Hello Neil and Buzz, I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. Nachdem sie mehr als 20 Kilogramm Material von der Oberfläche aufgesammelt haben, hinterlassen die Pioniere zum Abschied ein Schild mit der Aufschrift: Wir kamen in Frieden für die gesamte Menschheit. Danach steigen die Besucher mit ihrer Landefähre in den Orbit auf, docken an das Kommandomodul an und machen sich wieder auf den Heimweg. Die geglückte Mission soll auch den russischen Eifer beim Griff nach den Sternen bremsen. Doch die Amerikaner täuschen sich. Die kommunistischen Widersacher befinden sich zu dieser Zeit beinahe in Sichtweite. Schon am 6. Juli 1969 hat die unbemannte Luna 15 abgehoben. Ihr Ziel, die Mondoberfläche. Der berühmte Funkspruch. Houston, we've had a problem. 55 Stunden nach dem Start meldet Apollo 13 dem Kontrollzentrum in Houston einen Unfall. An Bord ist ein Sauerstofftank explodiert und hat das Raumschiff stark beschädigt. Die Astronauten treiben hilflos im All. Sie quetschen sich in das nur für zwei Personen ausgelegte Mondmodul. Sein Antrieb könnte die einzige Chance sein, noch zur Erde zurückzukehren. Die drei Männer kauern frierend in dem winzigen Fahrzeug. Der Sauerstoff geht zur Neige. Sie navigieren mit Hilfe der Sterne. Vier Tage lang bangt die Welt um Apollo 13. Your astronauts will come back safe. Den Astronauten gelingt ein Husarenstück. Sie steuern ihr Schiff im Cockpit der Landefähre mit allerletzter Kraft zur Erde und landen sicher im Atlantik. Eine unfreiwillige Sternstunde der Raumfahrt. Im Januar 1971 schießen die Amerikaner Apollo 14 zum Mond. In 33 Stunden sammelt die Mannschaft dort weiteres Gestein für Analysen und leistet sich eine Albernheit. Astronaut Alan Shepard spielt eine kleine Partie Golf. Die Russen verschwenden keine Zeit an Späße. Noch im gleichen Jahr schicken sie Salyut 1 in den Himmel, die erste Raumstation. Ein Punktsieg im Wettstreit der Nationen. Die USA konzentrieren sich noch eine Weile auf den Mond und entwickeln ein Fahrzeug, um lange Strecken zurückzulegen. Dann nimmt die NASA Abschied. Ende 1972 endet das Apollo-Programm. Ein wehmütiger Moment für die beteiligten Astronauten, unter ihnen Eugene Sirman. Der Kommandant von Apollo 17 verlässt als letzter den Mond. Doch die NASA öffnet ein weiteres Fenster ins All. Nach einem Jahr Flug erreicht das Raumschiff Viking 1 im Juli 1972 den Mars. Die Mission überprüft den roten Planeten nicht zuletzt auf mögliche Spuren außerirdischen Lebens. Sie suchen vergeblich. Dennoch sammeln auch zwei nachfolgende Missionen wertvolle Daten über den Mars, nicht zuletzt dank des Roboterfahrzeugs Pathfinder. Als Antwort auf den russischen Vorstoß erprobt auch Amerika 1973 eine feste Forschungsstation im All, das Skylab. Und 9 Jahre nach Apollo 17 setzen die USA die bemannten Raumreisen wieder fort. Zum ersten Mal mit einem wiederverwendbaren Fahrzeug.
Das Space Shuttle lässt Ausflüge ins All beinahe zur Routine werden. 1983 wird Sally Wright die erste Amerikanerin im Weltraum. 20 Jahre nach dem Flug der Kosmonautin Valentina Treschkova erobert sie die Herzen der ohnehin begeisterten Raumfahrtnation. Dank ihr steigt das öffentliche Interesse noch weiter an. Space Shuttle-Astronauten gelingt es 1984, einen beschädigten Satelliten selbstständig im All zu reparieren. Ein Jahr später erfolgt bereits der 9. Start eines Transporters. Russland richtet den Fokus nach wie vor auf Langzeitmissionen. 1986 werden die ersten Module für die Raumstation Mir installiert. Im selben Jahr erleben die Amerikaner einen der schwärzesten Tage ihrer Raumfahrtgeschichte. Das Space Shuttle Challenger bricht auf. Zunächst scheint es ein Start wie jeder andere. Liftoff of the 25th Space Shuttle Mission and it has cleared the tower. Doch die 7 Astronauten an Bord, unter ihnen eine Lehrerin, leben nur noch 73 Sekunden. 1:15, velocity 2900 feet per second, altitude 9. Die Challenger explodiert am Himmel über dem Kennedy Space Center in Florida. Menschen in aller Welt trauern um die Opfer der Tragödie. Space Shuttle endet beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre mit einer erneuten Katastrophe. 7 Menschen sterben, weil sich am Hitzeschutzschild der Columbia einige Keramikkacheln lösen. Die Flügel schmelzen, das Raumschiff bricht auseinander. War die Katastrophe vermeidbar? Zur Kostenreduzierung und im Streben nach mehr Effizienz scheint die NASA auch an der Wartung gespart zu haben. Längst ist der Weltraum nicht mehr Schauplatz eines wissenschaftlichen Wettstreits, sondern vor allem ein Geschäft.